Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe Weekly Roundup. Auch in dieser Woche wieder mit unseren festen Rubriken wie dem Highlight der Woche, dem Fundstück der Woche und dem Kommentar der Woche. Und ihr erfahrt in diesem Video, welche neue Miniserie wir in der Pipeline haben. Und zwar werden uns die besten Finanzexperten, die wir auftreiben konnten, verraten, wie sie 50.000 Euro anlegen würden. Und am Ende dieses Videos erfahrt ihr, welche prominenten Persönlichkeiten wir in den kommenden Monaten hier bei der Mission Money interviewen werden. Viel, viel Vergnügen. Wir wollen von euch wissen, was ist euer Lieblingsvideo von der Mission Money? Und das hat natürlich einen Grund, denn wir haben am Mittwoch feierlich die Marke von 50.000 Abonnenten geknackt. Herzlichen Glückwunsch und natürlich herzlichen Dank an euch alle da draußen, die ihr uns abonniert habt. Es geht jetzt weiter steil zu auf die 100.000. Wird noch ein bisschen dauern, aber wir haben jetzt, glaube ich, schon 50.500, 50.600. Und jetzt nochmal zurück zur Frage. Wir wollen euch natürlich belohnen, sozusagen uns bedanken mit einem Abo-Special. Das wird nächste Woche kommen. Und da wollen wir zurückblicken auf, ja, es sind fast schon 2 Jahre Mission Money und wir werden dann mal uns alte Videos zeigen lassen und das für euch zusammenschneiden, also sind unsere persönlichen Highlights, was ist uns vielleicht auch ein bisschen peinlich, was war besonders lustig, besonders spannend und da freuen wir uns natürlich, wenn ihr dabei seid und wenn ihr uns wissen lasst, was euch besonders viel Spaß gemacht hat. Einer meiner persönlichen Lieblingsautoren, Nassim Taleb, hat ein neues Buch herausgebracht. Skin in the Game heißt es. Gestern ist es angekommen und ich freue mich wie ein kleiner Schulbub auf die nächsten Tage, denn dann kann ich endlich mal in Ruhe reinlesen. Und ich bin mir sicher, da wird wieder Stoff für mindestens 1-2 spannende Videos mit dabei sein. Nassim Taleb. Du kleiner Schulbub, du. Wie legen Profis ihr Geld an? Ja, das haben wir rausgefunden. Und warum? Weil wir sie natürlich gefragt haben. Zum Beispiel Dr. Markus Elsässer. Video wird am kommenden Dienstag kommen. Und wir haben den Profis die Frage gestellt, wie würdet ihr momentan 50.000 Euro anlegen? Wir haben auch noch mehr in der Pipeline. Wollen wir jetzt noch nicht verraten, wer das genau ist. Könnt ihr euch überraschen lassen. Und wir können schon mal ankündigen, Dr. Markus Elsässer hat eine spannende Mischung, hat auch ein paar Aktientipps, die vielleicht ein paar von euch da draußen noch nicht gehört haben. Und dann noch 2 ganz kleine Mini-Fundstücke von mir. Netflix-Tipp habe ich neulich schon mal in der Insta-Story geteilt. The Most Unknown, um es kurz zu machen, der Film ist sozusagen ein Experiment. Da treffen sich 8 Wissenschaftler, die sich vorher nicht kennen und erklären sozusagen dann sich gegenseitig vor Ort an, was sie forschen. Hat mir sehr gut gefallen. Und noch ein kurzer Link, ein Interview der Tesla-Investor Ross Gerber hat ins Spiel gebracht, dass Apple Tesla kaufen könnte oder sollte. Er hält das für einen klugen Move. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, warum er das für einen schlauen Move hält, einfach auf das Interview klicken. Link ist unten drin. Ist das wirklich klug? Ja, das weiß ich nicht. Das behauptet er. Aber vielleicht kaufen wir auch Tesla jetzt, oder? Ist ja, wenn die abgestürzt sind. Oder Netflix. Oder Netflix. Mein Kommentar der Woche kommt von Nackenschelle. Er hat das Video mit dem Frugalisten kommentiert und er schreibt: Ich erwarte so ein Klischee-Money-Making-Gespräch von knechtigen FDP-Jungwählern und dann kommt sowas Gutes dabei rum. Danke. Ja, mein Lieber, also wir sind immer für eine Überraschung gut und ja, wir versuchen immer einen möglichst breiten Diskurs zu ermöglichen und verschiedene Sichtweisen auf das Thema Geld abzubilden, so auch in dem Falle und es kommt meistens was Gutes dabei rum bei uns. Und zur Feier des Tages kriegst du auch gleich noch eine Nackenschelle. Aber erst, wenn die Kamera aus ist, natürlich. Und danach ein kleines Nackensteak. Mhm. Ja. Wir haben eine Anregung bekommen von Erik Schmidt. Vielleicht ist das der ehemalige CEO von Google. Wir wissen es nicht, aber er hat auf jeden Fall auf Deutsch geschrieben. Wie sieht es eigentlich mit dem Grundeinkommen aus, fragt er. So wie es sich gerade entwickelt, wird das wohl irgendwann kommen. Das hat er geschrieben unter die Diskussion von Gerd Kommer mit dem Frugalisten und wir haben auch schon mal gebrainstormt, Grundeinkommen könnte spannend sein für ein Streitgespräch. Wenn ihr das auch sehen wollt, dann schreibt das doch mal unten rein, bitte in die Kommentare. Und dann noch ein lustiger Kommentar der Woche. Ich musste tatsächlich lachen. Sehr flacher Witz, aber ich fand ihn trotzdem gut. Flying Beat hat ebenfalls unter das Streitgespräch geschrieben. Ich hatte davor gefragt in den Kommentaren oder wir, wen seht ihr vorne bei der Diskussion? Und Flying Beat hat geschrieben, vorne links sehe ich Herrn Nölting und vorne rechts Herrn Kommer. Flach, aber ich musste trotzdem lachen.
Ja, Leute, der Jahrhundertsommer, der neigt sich bald dem Ende entgegen und es wird Herbst. Und ich kann euch sagen, der Herbst bei der Mission Money, der wird wirklich verdammt heiß. Denn wir haben jetzt schon ein kongeniales Programm auf die Beine gestellt und wirklich ganz, ganz tolle, hochkarätige Gäste eingeladen. Und die wollen wir euch nicht vorenthalten. Es kommt unter anderem Richie von der Börse Stuttgart. Es kommt Dirk Müller, wie in der letzten Woche schon erwähnt. Dann kommen noch Thorsten Polleit und Heiner Flassbeck zu einem Streitgespräch. Dann kommt noch die Börsenjournalistin Jessica Schwarzer. Und wahrscheinlich kommt sogar Jonathan Neuscheler noch zu uns. Mit dem habe ich gestern telefoniert. Wir haben uns noch nicht auf einen Termin committen können. Haben erstmal so lose darüber gesprochen, welche Themen könnten wir beackern. Aber großes Interesse, was miteinander zu machen, ist auf jeden Fall da. Und jetzt haltet euch fest. Wir haben uns lose auf einen Drehtermin mit Kolja Barkhorn, Aktien mit Kopf committed. Wahrscheinlich im November ist es soweit. Wir werden bei Kolja auf dem Kanal zu sehen sein und Kolja bei uns. Und ich glaube, das wird ziemlich groß. Das könnte ein bisschen gut werden. Könnte nicht schlecht werden, sagen wir es mal so. Und jetzt neigt sich auch dieses Video langsam dem Ende entgegen, wie das hier der Literat, der Philosoph gerade angekündigt hat. Und bevor ihr euch das Wochenende dem Ende entgegenneigt, bitte noch dieses Video liken, teilen, kommentieren. Und wir sind jetzt erstmal raus. Ab zum Nackensteak. Richtig, bis nächste Woche. Wir sehen uns. Ciao.